Moin Leute, willkommen im Bruderland. Im heutigen Video geht es um die Huawei Watch 3 Pro bzw. auch die Huawei Watch 3. Und zwar möchte ich mir heute mal Harmony OS anschauen und speziell den App Store. Das ist nämlich so eine häufig gestellte Frage. Was gibt es denn mittlerweile für Harmony OS an Apps, die man für eine Smartwatch nutzen kann? Das war ja, als Harmony OS das erste Mal rausgekommen ist, da war ja die App-Funktionalität zwar irgendwie in der App drin, aber es gab ja keine Apps. Und heute schauen wir uns direkt auf der Huawei Watch 3 Pro an, was es da für Apps gibt. Was wir machen, wir starten die App-Gallery. Dann kommen wir hier quasi in die Suche rein. Und das sieht ähnlich aus, wie man das vielleicht auch von dem Samsung Galaxy App Store kennt, auf seiner Galaxy Watch 3 oder sowas. Und dann werden hier dann wieder gibt es hier eine Suchmöglichkeit. Dann werden empfohlene Apps angezeigt. Und man kann mehr anzeigen. Ja, ganz unten sind noch ein paar Einstellungen oder sowas, aber wir gucken uns jetzt einfach mal die Apps an. Und dann haben wir so Apps wie SOS, Diet Balanced irgendwas, Monitor Your Weight, Dubai Sports, Anywheel. Hört sich jetzt alles erstmal so ziemlich No-Name an und da ist jetzt kein Rantastic, Strava, Spotify, Google Pay oder sonst irgendwas. Also das kann man eigentlich alles vergessen. Also falls ihr irgendeine von den Apps kennt, sagt mir das gerne mal. Und wenn man weiter runterkommt, dann kommt immerhin die Nuki Smart Lock App. Also wer Nuki nicht kennt, Nuki ist ja so eine smarte Türklinke, Türschloss, was man dann quasi per NFC oder per App dann einfach öffnen kann. Und da gibt es wohl schon eine Unterstützung. Und ich meine, die Huawei Watch 3 Pro hat ja auch NFC. Es ist aber, soweit ich weiß, auch so die einzige sinnvolle App, wo man das NFC für nutzen kann, weil wie gesagt, Google Pay, Apple Pay und Co. gibt es ja alles da nicht. Ja, und was haben wir sonst noch hier so? Keine Ahnung, was die Apps teilweise sein sollen. Teilweise irgendwelche Pseudo-Fitness-Apps. Biblia JFR Offline, die Bibel Offline, keine Ahnung. iTranslator, Radioline Watch, also Radarbot, gratis Blitzer. Also das sieht allein von den Namen her, sieht das alles schon so. Eine größere Shopping-App gibt es hier anscheinend. Ich benutze jetzt die Bring-App, die gibt es hier mittlerweile eigentlich auf fast jeder Smartwatch-Plattform, nur halt hier definitiv noch nicht. Wir gucken mal weiter, was es hier noch so gibt. 50 Workouts. Warum brauche ich nochmal 50 Workouts, wenn die Huawei Watch schon irgendwie mit 100 Workouts kommt? E-Sound Music, FootMob Soccer, MyTuner Radio, Offline Map Navigation. Oh, die Kicker-App gibt es da. Überraschung. Die installieren wir natürlich gleich mal. Schon unter 1000 Installationen, die Kicker Fußball News App. Also das ist immerhin eine namhafte App. Die Kicker-App habe ich bei mir auch auf dem Smartphone. Insofern okay. Installation läuft jetzt dann, glaube ich, wieder über Bluetooth. Über WLAN wollte das beim besten Willen irgendwie nicht funktionieren. Ihr seht die 2,83 MB, die laden gerade in Highspeed-Geschwindigkeit runter. Oh Gott. SofaScore Fußball, Italian Score, Melarosa. Tolle Tagesschau-App gibt es hier mittlerweile sogar auch. Faszinierend. Ihr seht, das ist alles ein bisschen überschaubar. Man kann auch theoretisch, ja, die Lunette kann man natürlich auch benutzen, aber ich gehe mal aus den Empfohlenen raus und in die Suche. Und dann kann man natürlich über die Suche hier noch was versuchen zu finden. So. T. Nein. Oh Gott. Tele. Keine Ergebnisse. Ja, also Stand heute, wir sind jetzt im August 2021. Ja, man kann per Harmony OS Apps runterladen. Die Art der Apps ist in meinen Augen eher fragwürdig, als dass ich jetzt sagen würde, wow, der Harmony OS App Store ist eine Alternative zum Google Play Store oder zum Apple App Store, wo man namhafte Apps nutzt, die man auch sage ich mal, auf seinem Smartphone runterladen kann. Und vielleicht noch als Beispiel, ich habe zum Beispiel jetzt mal zwei Karten-Maps runtergeladen. Ne? Und denkt man natürlich, ja gut, wenn man wenigstens eine Karten-App offline nutzen kann, ist es ja in Ordnung. Dann habe ich mal Petal-Maps runtergenommen. Und was kommt raus? Zum Herunterladen von Petal-Maps scannen. Und das ist auch wieder so eine Companion-App. Also man muss es im Prinzip wieder alles auf seinem Smartphone laufen lassen. Und dann kriegt man hier so ein bisschen Informationen. Offline Map Navigation. Hört sich auch an, als bräuchte ich mein Smartphone nicht. Auch hier muss ich wieder die App auf meinem Smartphone installieren. Also Standalone Offline-Nutzung ist nur nicht so Ding. Ne? Und auch die ganzen Sport-Apps, die man kennt, ne? Von Strava, Rantastic, Under Armour, wie sie alle heißen, ne? Gibt es auch alles noch nicht. Also wenn ihr mich fragt und euch Apps wichtig sind, macht einen großen Bogen und Harmony OS. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach mal nur ein kurzer Einblick. Immerhin, es hat sich in den letzten 12 Monaten ein bisschen was getan, aber
Ob das wirklich irgendwo mal eine Alternative wird, ich glaube es ja nicht. Ja, das war's von meiner Seite. Wenn ihr Fragen zum Thema HarmonyOS und die Huawei Watch habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Falls ihr bis hier dran geblieben seid, Hashtag Apps sind cool und dann danke fürs Reinschauen. Euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.